Ahoi, schön, dass du da bist. Wie ihr schon in meinen Shorts gesehen habt, hat mich zuletzt Acrylic Puring in seinen Bann gezogen, deswegen heute mal ein langes Video dazu. Ja, wie ihr hört, bin ich noch ein bisschen verschnupft, ich erhole mich gerade von einer Erkältung, nichtsdestotrotz wollte ich gerne das Video hier rausbringen. Wir fangen heute mal mit einer schwarzen Basis an. Und da ich die Farbe frisch angemischt habe, seht ihr, muss man einfach nochmal mit dem Bunsenbrenner da drüber gehen, um die kleinen Luftbläschen platzen zu lassen. Wenn man das nicht macht, werden die auch platzen, allerdings während die Farbe trocknet und es gibt dann halt unschöne Flecken im Endergebnis. Deswegen empfehle ich euch, das halt immer einmal vorher die Luftbläschen wegzumachen, solange die Farbe noch nass ist. So, hier seht ihr einmal mich mit einem Malmesser, da habe ich weiße Farbe drauf getan, um hier diese Wischtechnik zu üben, bei der idealerweise dann einzelne Zellen entstehen, das so ein bisschen aussieht wie ein Bienenmuster, also Bienenwabenmuster. Und wie ihr sehen könnt, muss ich da auch noch sehr viel dran üben, denn das funktioniert noch nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe und wie ich es auch schon bei anderen YouTuberinnen gesehen habe. Ich werde hier die Leinwand immer mal wieder ein bisschen bewegen, damit sich auch die Farbe bewegt. Und hier musste ich auch noch mal ein bisschen schwarz anmischen, denn auch für die Menge der Farbe muss ich hier erstmal ein Gefühl entwickeln. Das ist jetzt eine 30x24 cm Leinwand, also entspricht etwa der Größe eines DIN A4 Blatts. Ja, wir fangen erstmal ein bisschen klein an. Als Basisfarben habe ich mich hier dann für Türkis, ein Dunkelrot und ein Gelb entschieden. Und ihr seht schon, immer wenn ich das Gelb auftrage, das versinkt halt in meiner schwarzen Farbe. Einfach aus dem Grund, weil ich hier die Farbe etwas zu dünnflüssig gemacht habe. Das heißt, die sinkt dann einfach in die andere Farbe ein. Das sieht jetzt erstmal doof aus, ist im Endeffekt aber gar nicht so schlimm, denn ihr werdet später feststellen, dass wir das Gelb auch noch rausarbeiten können und wieder ein bisschen sichtbar machen können. Hier, Tratschung, mal ein kleiner Lerneffekt ein, denn wenn man mit dieser Wischtechnik, wo wir dann die Zellen mit erzeugen wollen, einfach ein bisschen langsamer arbeitet, nicht ganz so schnell, dann bekommt man auch den Effekt. Das seht ihr in dem oberen Streifen, da haben sich so 3-4 kleine Zellen gebildet. Sieht auch schon ganz cool aus, aber auch hier Übung macht den Meister, deswegen immer weiter üben. So, wenn ihr jetzt die Leinwand bewegt und über alle Ecken die Farben laufen lassen, sodass möglichst dann keine weißen Stellen mehr zu sehen sind, müsst ihr euch auch immer sicher sein, dass oder bewusst sein, dass natürlich ein Teil von dem Motiv auch verloren geht. Gerade der Teil, der an den Ecken und Kanten ist. Deswegen arbeitet von der Mitte heraus, damit ihr nicht das verliert, wo ihr vielleicht gerade sagt, hey, die Ecke sieht aber cool aus und dann ist es am Rand und ihr müsst die Leinwand bewegen, ja, und dann ist es weg. So, jetzt haben sich bei mir hier einzelne weiße Flecken gebildet, was nicht schlimm ist. Wir können einfach die Farbe nehmen, die gerade runtergelaufen ist und damit diese weißen leeren Flecken einmal ausbessern. Da kann man einfach mit dem Finger dran rumpanschen. Das macht auch ganz viel Spaß. Und wenn ihr ein bisschen schlauer seid als ich, zieht ihr dafür einfach Handschuhe an. Das habe ich hier vergessen, da reichen auch einfach diese Einweg-Handschuhe, wie man sie zum Beispiel auch kennt, wenn man jetzt, so wie ich, regelmäßig Haare färbt, hat man die sowieso wahrscheinlich im Haus. Das ist dann auch einfach besser, dass nicht die Acrylfarbe direkt auf der Haut ist. Ja. Ihr werdet feststellen, dass ich das dann auch regelmäßig vergesse, ist aber nicht schlimm, einfach dann direkt danach Hände waschen und dann ist auch alles wieder schick. So, ein paar finale Nacharbeiten, dann einfach die Leinwand nochmal ein bisschen drehen und wenden. Und ihr seht auch in der Mitte schon, unser Gelb ist wieder etwas zurückgekommen. Und jetzt kann man das einfach nochmal so drehen, bis man wirklich zufrieden ist. Ich nehme euch nochmal ran für das nasse Ergebnis. Und hier sehen wir schon, wo das in etwa drauf hinauslaufen wird. Denn beim Trocknen können sich die Farben immer nochmal ein bisschen verändern. Deswegen im Anschluss auch gleich direkt einmal das trockene Ergebnis. Und hier seht ihr schon, dass sich das Weiß sehr gut eingefügt hat in das Bild. Das sieht
Bisschen aus, als würden die Farben hier um Aufmerksamkeit kämpfen. Oben haben sich schöne Zellen gebildet. Und ja, das war's soweit für heute. Und damit sage ich Tschüss.